Es war ein wunderschöner Morgen und Miffy dachte, heute wäre ein guter Tag, um meine Tante Alice zu besuchen. Miffy fragte ihre Mutter, ob sie zu Tante Alice gehen dürfe. Wenn du Tante Alice besuchst, solltest du ihr ein schönes Geschenk mitbringen, sagte die Mutter. Miffy überlegte, was für ein Geschenk könnte ich meiner Tante mitbringen? Sie schaute aus ihrem Fenster und sah, dass in ihrem Garten eine Menge bunter Blumen blühten. Darf ich im Garten ein paar Blumen für Tante Alice pflücken? Fragte Miffy. Ja, natürlich, sagte ihre Mutter. Miffy pflückte eine schöne blaue Blume, dann eine gelbe Blume und eine rote Blume. Diese Blumen sind ein schönes Geschenk, dachte Miffy. Tante Alice wird sich bestimmt sehr darüber freuen. Auf dem Weg zu ihrer Tante Alice kam Miffy am Haus von Poppy Pig vorbei. Hallo Miffy, sagte Poppy. Wo gehst du hin? Ich bringe meiner Tante Alice einen Blumenstrauß, antwortete Miffy. Oh je, rief Poppy erschrocken. Hast du dir wehgetan? Nein, sagte Miffy. Aber meine Blumen sind abgebrochen. Jetzt habe ich kein Geschenk für Tante Alice. Poppy tröstete sie. Sei nicht traurig, Miffy. Ich gebe dir ein paar frische Karotten aus meinem Garten. Über die wird sich deine Tante bestimmt freuen. Oh, das ist sehr nett von dir, Poppy. Du bist meine Freundin, Miffy, sagte Poppy. Und Freundinnen helfen einander. Poppy ging mit Miffy in den Garten und holte viele frische, saftige Karotten. Sie legte sie in einen Korb, damit Miffy sie besser tragen konnte. Miffy bedankte sich bei Poppy Pig. Sie war wirklich eine gute Freundin. Als Miffy bei Tante Alice ankam, gab sie ihrer Tante die frischen Karotten. Ihre Tante freute sich sehr. Miffy erzählte Tante Alice, wie Poppy ihr geholfen hatte. Miffy, sagte Tante Alice, du hast Glück, eine so gute Freundin zu haben. Ohne Freunde kann keiner glücklich sein. Und keiner kann ohne frische Kekse glücklich sein, sagte Tante Alice, als sie Miffy einen Teller voller warmer Kekse hinstellte. Sie kamen gerade frisch aus dem Ofen. Dachte Miffy, meine Tante ist auch eine gute Freundin. Eines Tages dachte Miffy, es wäre schön, wenn ihre Freundin Aggie bei ihr übernachten würde. Sie fragte ihre Mutter, darf Aggie heute zu mir kommen und bei mir übernachten? Ja, das wäre schön, sagte Miffys Mutter. Ich rufe gleich Aggies Mutter an und frage, ob sie es erlaubt. Am Nachmittag klingelte es. Und Aggie stand mit ihrem kleinen Koffer vor der Tür. Ich habe Miffy ein kleines Geschenk mitgebracht, sagte Aggie. Es ist ein Bild, das ich selbst gemalt habe. Miffy freute sich so sehr über Aggies Bild, dass sie gleich in ihr Zimmer lief
und es an die Wand hängte. Es ist wunderschön, sagte Miffy. Aggie fing gleich an, ihren Koffer auszupacken. Sie hatte ihr Nachthemd, ihre Zahnbürste, ein kleines Bilderbuch und natürlich ihren eigenen kleinen Teddybär mitgebracht. Das ist aber eine Überraschung, sagte Miffy. Er sieht fast genauso aus wie mein Teddybär. Guck mal. Die beiden Teddybären sahen genau gleich aus. Dann rief die Mutter sie zum Essen. Und natürlich waren ihre Teddybären auch hungrig. Passt auf, dass ihr sie nicht verwechselt, Kinder. Eure Teddybären sehen fast gleich aus. Sie haben sogar dieselbe Farbe. Aber ich weiß, welcher meiner ist, sagte Miffy. Und ich weiß, welcher meiner ist, sagte Aggie. Das ist gut, sagte die Mutter. Dann gab es etwas Leckeres zu essen. Es gab Karotten, Lauch und 4 köstliche Tomaten. Es schmeckte so gut, dass die kleinen Hasenmädchen alles aufaßen. Nach dem Essen war es Zeit, schlafen zu gehen. Schlaft gut, sagte die Mutter, damit ihr morgen zum Spielen nicht zu müde seid. Miffy war müde. Aber Aggie war hellwach. Ich höre lauter komische Geräusche, sagte sie. Das ist nur der Wind, der durch die Blätter der Bäume rauscht, sagte Miffy. Das ist nichts Besonderes. Es ist so dunkel hier, sagte Aggie. Soll ich die Tür ein wenig aufmachen? Fragte Miffy. Ich kann immer noch nicht einschlafen, sagte Aggie. Miffy knipste ihre kleine Nachttischlampe an und sah, dass Aggie anstatt ihres eigenen Miffys Teddybär im Arm hatte. Jetzt weiß ich, warum du nicht schlafen kannst, sagte Miffy. Das ist nicht dein Teddybär. Ich wusste, dass etwas nicht stimmt, sagte Aggie. Unsere Teddybären sehen gleich aus, aber jeder hat seinen eigenen besonderen Geruch. Natürlich, sagte Miffy. Mein Bär riecht so wie ich. Und mein Bär riecht so wie ich, sagte Aggie. Daran können wir unsere Teddybären erkennen, sagte Miffy. Als jedes der kleinen Hasenmädchen den eigenen Teddybär mit seinem eigenen besonderen Teddybärduft im Arm hatte, schliefen sie beide ein und hatten wunderschöne Teddybärträume bis zum nächsten Morgen. Eines Tages kam ein Brief von Tante Alice. Miffys Mutter öffnete den Brief und las, dass Tante Alice für all ihre kleinen Freunde ein Maskenfest geben wollte. Miffy ist herzlich dazu eingeladen, schrieb Tante Alice, und alle Kinder müssen sich maskieren. Oh, wie schön, rief Miffy. Aber was heißt maskieren? Das heißt, du musst eine Maske tragen, damit du aussiehst wie jemand anderes, sagte Miffys Mutter. Also, was für eine Maske könnte das sein? Auch Poppy Pig hatte eine Einladung bekommen. Und Boris Bär hatte auch eine Einladung bekommen. Und Barbara Bär auch. Sogar Schnuffi war eingeladen. Tante Alice hatte sie alle zu ihrem Maskenfest eingeladen. Endlich war es soweit und es war sehr lustig. Tante Alice konnte nicht erkennen, wer da hereinkam. Miffy hatte eine Poppy Pig-Maske vor dem Gesicht. Poppy Pig kam an und trug eine Barbara Bär-Maske. Barbara Bär hatte sich als Tante Alice verkleidet. Und Tante Alice sah aus wie Boris Bär. Boris Bär hatte sich eine Schnuffi-Maske umgebunden. Und Schnuffi
trug eine Miffi-Maske. Was haben wir alle für schöne Masken, sagte Tante Alice. Bevor es Eiscreme und Kuchen gibt, müssen wir raten, wer hinter den Masken steckt. Wer alle Namen richtig rät, bekommt eine schöne Belohnung. Sie sahen einander ganz genau an. Wer versteckt sich hinter der Maske? Wer könnte das sein? Wer ist das? Und wer ist das? Aber die Masken waren so gut, dass sie es nicht erraten konnten. Dann riefen sie alle auf einmal: Wir wissen, wer du bist. Du bist Tante Alice. Wir können dich an deiner weißen Schürze erkennen. Und dann nahmen sie alle ihre Masken ab. Tante Alice sagte: Ihr habt alle erraten, wer ich bin. Und jetzt bekommt ihr auch alle Eiscreme und Kuchen. Und ihr alle bekommt eine schöne Belohnung. Sie ließen sich die Eiscreme und den Kuchen schmecken. Als das Fest zu Ende war, bekam jeder einen bunten Luftballon und dann gingen sie nach Hause. Miffi dachte, das war ein schönes Fest, aber ich bin froh, dass ich ich bin und nicht jemand anderes. Miffi hatte ein großes Abenteuer vor sich. Auf Wiedersehen, Mutter, sagte Miffi. Denn sie durfte mit ihren Freunden Boris und Barbara Bär zum Zelten gehen. Die beiden kannten viele schöne Plätze im Wald, aber dieses Mal wollten sie ihre Zelte oben auf dem Hügel hinter Miffis Haus aufbauen. Sie mussten hoch hinaufsteigen und ihre Rucksäcke waren sehr schwer. Aber Miffi konnte genauso gut klettern wie Boris und Barbara. Endlich waren sie auf dem Hügel angekommen. Wie schön das aussah. Es war Frühling und die Wiesen waren voller bunter Blumen. Die Vögel sangen und bunte Schmetterlinge flatterten hin und her. Wollen wir hier unsere Zelte aufbauen? Fragte Miffi. Ich glaube, es wird hier oben auf dem Hügel ein bisschen zu windig sein, sagte Boris. Wenn wir ein Stück weiter ins Tal hinuntergehen, sind wir vor dem Wind geschützt. Sie gingen den Hügel hinunter. Miffi wurde langsam etwas müde. Können wir hier unsere Zelte aufbauen? Fragte Miffi. Ich fürchte, hier ist es zu steil für unsere Zelte, sagte Barbara. Aber da unten ist ein See. Das wäre ein schöner Platz zum Zelten. Sie gingen weiter hinunter zum See. Hier wollen wir unsere Zelte aufbauen, rief Miffi glücklich. Es war wirklich ein schöner Platz und Miffi war jetzt sehr müde. Wir bauen die Zelte auf, sagte Boris. Und du kannst dich ausruhen, Miffi, sagte Barbara. Ich lasse euch nicht alleine arbeiten, sagte Miffi. Ich gehe zum See und hole Wasser. Ich komme mit, sagte Barbara. Miffi trank von dem frischen, klaren Wasser.
Es schmeckte himmlisch. Wenn ihr ein Feuer macht, sagte sie zu Boris und Barbara, koche ich uns eine feine Suppe. Meine Mutter hat mir schöne, saftige Karotten in meinen Rucksack gepackt. Boris freute sich. Das ist eine gute Idee. Ich habe trockenes Feuerholz in meinem Rucksack. Und Barbara sagte, ich habe einen Topf, Schüsseln und Löffel in meinem Rucksack. Es wurde langsam dunkel. Sie setzten sich um das Lagerfeuer herum und aßen die leckere Karottensuppe. Nach dem Essen waren sie alle drei sehr müde. Sie sagten einander gute Nacht und legten sich in ihre Zelte zum Schlafen. Der Gesang der Vögel und die ersten warmen Sonnenstrahlen weckten sie auf. Guten Morgen. Guten Morgen, Barbara, rief Miffy. Guten Morgen, sagte Boris noch ein wenig schläfrig. Sie packten die Zelte zusammen und dann machten sie ganz sorgfältig die Feuerstelle sauber. Sie tranken noch etwas von dem frischen Wasser und machten sich glücklich auf den Weg über die Hügel zurück nach Hause. Zelten macht wirklich großen Spaß, sagte Miffy zu Boris und Barbara. So einen Ausflug müssen wir bald wieder machen. In Miffys Zimmer hängt ein ganz besonderer Kalender. Darauf sind die Geburtstage von ihrer Familie und all ihren Freunden eingetragen. Sie will keinen einzigen Geburtstag vergessen. Da ist ein Zeichen für Boris Bärs Geburtstag und für Barbara Bärs Geburtstag. Ein Zeichen für Poppy Pigs Geburtstag, ein Zeichen für Mutters Geburtstag und ein Zeichen für Vaters Geburtstag. Und da ist sogar ein Zeichen für Schnuffis Geburtstag. Und der ist heute. Es ist gut, dass ich meinen Geburtstagskalender habe, dachte Miffy. Es wäre schrecklich, wenn ich den Geburtstag eines lieben Freundes vergessen würde. Aber was könnte ich Schnuffi zum Geburtstag schenken? Ob so ein kleiner Hund wohl Eis und Kuchen essen darf? Ich glaube nicht. Miffy bat ihre Mutter um Hilfe. Heute ist Schnuffis Geburtstag, sagte sie. Was könnte ich ihr schenken? Nun, sagte die Mutter, Hunde spielen gerne. Warum gibst du ihr nicht eins von deinen alten Spielzeugen? Du hast so viele. Miffy ging in ihr Zimmer und sah sich ihre schönen Spielsachen an. Miffy dachte, ich liebe alle meine Spielsachen, aber ich liebe auch Schnuffi. Was soll ich nur tun? Vielleicht sollte ich etwas selber machen, etwas nur für Schnuffi. Sie ging zu ihrer Mutter und fragte, was kann ich für Schnuffi machen? Ich habe eine hübsche Schüssel, sagte die Mutter. Du kannst ein Bild von Schnuffi darauf malen? Dann hat sie eine schöne Wasserschüssel. Die Mutter holte die Schüssel aus dem Schrank und gab sie Miffy. Das ist eine gute Idee, freute sich Miffy. Ich nehme meinen Malkasten und male ein schönes Bild von Schnuffi auf die Schüssel. Bald war die Schüssel fertig und sie war wirklich wunderschön. Miffy lief nach draußen und rief, Schnuffi, Schnuffi, du hast Geburtstag, hol dir dein Geschenk. Ha 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 ha!
Als Schnuffi die schöne kleine Schüssel mit ihrem Bild darauf sah, wedelte sie mit dem Schwanz und sprang vor Freude auf und ab. So ein hübsches Geburtstagsgeschenk. Miffy freute sich auch, denn sie hatte die Schüssel ganz alleine bemalt. Sie nahm eine Gießkanne und füllte die Schüssel mit frischem Wasser. Und Schnuffi trank das Wasser aus ihrer neuen Schüssel. Was für ein schöner Geburtstag! Miffy, 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 komm! Deine Freunde warten schon. Schnuffi, Grunty, Boris Bär, Papi Pig und viele mehr.